Eins. So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Wir hatten gerade ein paar technische Schwierigkeiten und haben deswegen ein wenig spät gestartet, aber ich finde, 2 Minuten ist keine Zeit, oder? Was findest du das, Christine? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt. Viel Zeit muss sein. Ja, also so viel Zeit muss sein. Das ist doch, welche Welt leben wir, wenn 2 Minuten nicht drin sind? Genau. Hallo und herzlich guten Morgen zusammen. Wir haben heute einen Freitag. Ich freue mich so sehr, dass Christine Gaser zu Gast ist von Trainings, die bewegen. Und wir werden gleich mehr über sie erfahren. Bevor wir mit dem eigentlichen Facebook Live-Interview beginnen, wollte ich einfach ein wenig einleiten. Warum sprechen wir denn überhaupt heute? Naja, vielleicht verfolgst du diese Woche und letzte Woche schon einige meiner Facebook-Live-Videos zu dem Sonderangebot für mein System, nämlich das Successful Solopreneur System. Und diese Woche haben wir vor allem einige Module im System vertieft und angeschaut und darüber geredet. Und jetzt wollte ich mit einer Person sprechen, nämlich mit Christine, weil Christine hat das Programm gebucht. Sie ist an Bord gekommen. Und mich. Ja, das ist Christine. Sie ist immer voller Lebensfreude. Christine und ich haben uns kennengelernt und zwar, ich glaube, das war virtuell letztes Jahr, Christine, nämlich bei meiner Website-Check, ein Webinar, was ich gehalten habe, wo ich Christine aufgegriffen habe als jemand, die sich gemeldet hat für ein Website-Check. Die war die allererste, die den Aufruf gefolgt hat, sich zu bewerben dafür. Und als ich auf ihrer Webseite war, habe ich gesehen, diese Frau ist so voller Energie, Lebensfreude, Power. Ich hab ihr gesagt, ich möchte einfach in diese Welt eintauchen. Und so haben wir uns ein wenig mehr kennengelernt. Und Christine war vor kurzem in Berlin auch bei dem Tag mit Sandra Holze zum Thema Launch It, Sell It. Also da haben wir uns in live, in echt drücken dürfen, gell, Christine? Ja, das war super. Endlich. Ja, endlich. Und heute möchte ich einfach mit dir darüber reden, warum du an Bord gekommen bist. Aber bevor wir damit einsteigen, vielleicht erzählst du für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst, mit wem du arbeitest und wo du lebst. Okay, sehr gerne. Dankeschön. Ja, ich bin Trainerin für Bewegung, Gesundheit und Lebensfreude. Und ja, viele meiner Teilnehmerinnen sagen personifizierte Lebensfreude zu mir. Und ich gebe hier im Raum Graz in Österreich klassische Trainings wie Pilates und Yin Yoga, aber eben auch Niya getanzte Lebensfreude. Und das ist ein Fitnessprogramm, was eben Tanz, Kampfsport und Körpertherapieform vereinigt und bei mir für ein, ja, also mein ganzes Leben komplett verändert hat. Und ich habe dadurch die Freude an der Bewegung wiedergefunden und bin begeistert über meinen Körper. Und diese Begeisterung möchte ich einfach total gerne mit Frauen im besten Alter teilen. Und welches das beste Alter ist, das kann jede für sich selbst ausmachen und jeden Tag neu definieren. Ja, und das ist so ein bisschen mein Ding, genau. Das ist total schön. Und Christine, das ist, was du ansprichst, alles offline. Ja. Und doch weiß ich von dir, weil ich bin gerade dabei als Challenge-Teilnehmerin. Du machst auch online, aber du hast begonnen, dich in diese Richtung zu bewegen. Und du hast gerade eine Challenge laufen, eine 28-Tage Breakdance-Challenge. Magst du Dance erklären, was das Break. ist? Dance Break. Dance Break Challenge. Yes. Nicht Breakdance, das wäre für mich auch nicht machbar. Dance Genau. Break. Das ist gekonnt vielleicht, aber heute nicht mehr so. Da üben wir dran. Das ist dann das Aufbauprogramm. Genau. Ja, ich mache die Trainings derzeit hauptsächlich offline, oder ich habe es jetzt 10 Jahre lang offline gemacht, habe mir hier im Grazer Raum ein ja, Offline-Business aufgebaut und gebe diese Kurse an verschiedenen Orten. Und merke aber immer mehr, dass ich da an meine Grenzen stoße. Also ich möchte mich einfach gerne
weiter ausbreiten. Ich möchte einfach mehr Menschen, mehr Frauen erreichen. Und bin letztes Jahr durch die Diana Grabowski, die Ideenheldin, meine Freundin, die bei mir tanzt, auf die Idee gebracht worden, online was zu machen. Und ich habe das eigentlich für einen totalen Blödsinn am Anfang gehalten. Und sie hat aber war so begeistert, dass der Funke von ihr auf mich übergesprungen ist. Und dann habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen, habe auch bei Sandra Holze eben schon den Überflieger letztes Jahr mitgemacht und ganz, ganz viel gemacht, habe meine Website neu gelauncht, von Jimdo umgezogen zu WordPress und mir ein Newsletter aufgebaut, habe nun mittlerweile, also vor der Challenge waren es knapp 900 Newsletter-Leser, mittlerweile sind es fast 1500 durch die Challenge jetzt auch geworden. Ja. Und und habe auch eine Begeisterung jetzt tatsächlich für dieses Online-Business gewonnen und habe eigentlich eine Erfahrung gemacht in Berlin auf dem Bootcamp, wo ganz viele meiner Überflieger-Kolleginnen auch dabei waren und eben auch neue, wo ich ja eine kurze Tanzeinlage auch dort, eine Dance Break bei euch machen durfte, live. So viel Zuspruch dort bekommen auf diesem Live-Training, dass ich mich eben in der Woche danach dran gemacht habe und 28 Landingpages gebaut habe, 28 Videos gedreht habe und alles online geschaltet habe und diese Dance Break Challenge nur in einer Woche dann auf den Weg gebracht habe. Und der Erfolg, mehr als ich jemals erwartet hätte. Also das war wirklich gigantisch. Innerhalb von 2 Wochen hatte ich knappe 200 Mitglieder. Jetzt habe ich über 300 und bin sehr begeistert, dass so viele Leute auch online da dranbleiben, was ich persönlich nicht geglaubt hätte, weil ich finde, diese Bewegung und diese Community, also ich war halt bisher immer davon überzeugt, dass das nur offline geht, aber es geht auch online und ich möchte eben durch dieses Online-Training ganz viele Leute auch wieder dazu bewegen, wieder in ihren Körper zu kommen und sich bestimmte Sachen anzuschauen und reinzuspüren, die sie noch nie gespürt haben vielleicht. Und das gelingt, glaube ich, ganz gut. Also zumindest sind die Rückmeldungen wirklich großartig. Ich habe noch keine einzige negative Rückmeldung bekommen und nur Leute, die ganz begeistert sind bisher. Ja. Sehr schön. Also erstmal Gratulation dazu. Das ist auch eine großartige Challenge. Es geht eigentlich darum, sich wegzubewegen von deinem Rechner einmal am Tag mindestens und einfach wirklich sich zu spüren, zu tanzen wieder. Ich mache mit, es tut total gut. Ich kann das nur, bestätigen. Und du bist für mich, Christine, das beste Beispiel von jemand, der echt so einen Fuß hat in diese beiden Welten. Mhm. Du hast mir in einer E-Mail vor, keine Ahnung, einigen Tagen, vielleicht letzte Woche geschrieben, du hast das Interview gesehen mit Anja Riemer-Grobe, ja. Und du hast gesagt, ihr beiden Frauen, das hat mich total angesprochen und abgeholt. Und du hast mir geschrieben, dass du einiges vorhast mit deinem Business, dass du eine Veränderung bevorstehst, dass du einige Sachen nochmal neu ansehen möchtest. Mhm. Wenn du möchtest, teile mit uns, also was du vorhast, so viel wie du sagen möchtest dazu. Mhm. Ja, also durch die Challenge habe ich jetzt ja gesehen, dass es tatsächlich Leute gibt, die das zu Hause gerne machen und dass es wirklich ganz viele Menschen gibt, die ich mit meiner Art abholen kann. Mhm. Meine erste Idee letztes Jahr war eigentlich, dieses Online-Business oder Online-Marketing aufzubauen, eigentlich nur, um mehr Menschen in meine Offline-Trainings zu bekommen. Okay. Mehr Leute in meine Workshops. Ich gebe ja auch Körper-Workshops, also wo man den Körper auf verschiedenste Weise erfahren kann, also so zum Beispiel faszinierende Faszien oder SOAS-Workshop, das ist ein spezieller Muskel im Körper, der auch als der Flucht- oder Kampfmuskel bezeichnet wird. Das ist immer ganz spannend, da einzutauchen. Und zum anderen biete ich auch Bewegungsreisen an in ganz Europa derzeit. Und ich
weiß, dass ich jetzt, also ich hatte jetzt so, stand so ein bisschen vor dieser Entscheidung, mache ich jetzt weiter wie bisher. Die Kurse, hier zum Beispiel in Österreich ist es so, dass ich eigentlich nur 6 Monate habe, wo ich Geld verdienen kann. Es ist natürlich toll, im Sommer lange Ferien zu haben, aber ich habe eigentlich nur eine Kurszeit von Februar, März, April, Mai. Im Mai wird es schon, wenn das Wetter schön ist, werden die Kurse schon leerer. Ja. Dann ist die große Sommerpause, wo nichts ist. Dann geht's langsam wieder los im Oktober. Dann habe ich noch Oktober, November und im Dezember sind die Weihnachtsfeiern. Und im Dezember, Januar ist auch niemand da. Da sind sie hier alle Skifahren. Das heißt, es musste was passieren. Auf der einen Seite ist es ja schön, in diese Bewegungsreisen zu integrieren. Aber ich habe einfach hier nicht genügend Publikum. Meine Leute sind zwar sehr treu und die sind immer dabei, aber die können eben nicht, ich sag mal, 4-mal im Jahr mit mir auf ein Retreat fahren, überall. Das ist schön. Und, genau. Und das war eben jetzt wirklich die Idee, damit zu starten, um Leute, mehr Menschen anzuziehen, mit mir auf Bewegungsreise zu fahren. Und dass ich ein Online-Training rausgeben würde, dazu habe ich tatsächlich das Bootcamp in Berlin gebraucht. Also ich habe mich da nicht rangetraut, weil ich selber tanze nicht zu Hause vor dem Computer. Also ich lerne meine Choreografien mit meinen Gruppen zusammen und wir haben Spaß am Ausprobieren und so weiter. Ich gucke mir die an, ich tanze die natürlich ein paar Mal, aber sobald ich die Basic Moves drauf habe und so weiter, gehe ich raus und mache das live mit den Leuten. Und ich finde auch, das muss jeder mal live erlebt haben, weil das ist einfach ein Unterschied. Du hast es ja mitgekriegt in Berlin, wobei wir da sehr wenig Platz hatten für die vielen Menschen. Aber wenn das Leute sind, die viel Energie zusammenbringen, die vielleicht schon mal ein paar Mal öfter getanzt haben, dann kann man da eine Energie generieren. Das ist gigantisch. Und ja, und ich wünsche halt jedem, dass er das mal erleben kann. Genau. Und ja, und dadurch, dass ich da diesen Auftrieb mit der Challenge jetzt bekommen habe, habe ich eben auch die Idee, wirklich mehr einzusteigen und eigene Programme auch zu entwickeln. Ich muss das ehrlich sagen, immer, wenn ich 1:1 Coachings gemacht habe oder Leute begleitet habe, immer sehr enttäuscht. Das ist jetzt gerade ein Thema, was wirklich die Tage rausgekriegt habe, dass die Leute so wenig Commitment haben und nicht dranbleiben. Und muss dann immer, ich weiß, dass ich das nicht persönlich nehmen darf, aber ich bin so jemand, ich möchte immer mehr für meine Teilnehmer und für meine Kundinnen als die für sich selber, habe ich manchmal den Eindruck. Und ich muss so ein bisschen mich da rausnehmen und wieder zurückgehen zu dem, ich bin nicht dafür verantwortlich, was sie mitmachen. Aber ich sehe mit deiner Art, wie du deine Pakete und Preise definierst und auch dieses ganze Setup von dem Successful Solopreneur System, was ich mir ja ganz genau angeguckt habe. Ich habe auch letztes Jahr einige oder dieses Jahr einige von den Modulen schon mitgemacht und mache es jetzt trotzdem nochmal, da ich leider die Anfangsmodule nicht mitbekommen habe. Ja, ja, finde ich das einfach genial und ich merke einfach, dass mein Offline-Publikum eine komplett andere Zielgruppe ist wie mein Online-Publikum. Mein Offline-Publikum hat sich angemeldet für die Challenge, aber alle sagen mir, nö, ich will Christine live, ich mach das nicht zu Hause und ja, und das sind einfach komplett andere Leute. Es gibt sogar viele Leute in meinen Kursen, die haben noch nicht mal eine E-Mail-Adresse oder ein Smartphone oder sowas. Und das heißt, ich muss mich komplett jetzt in eine neue Zielgruppe reindenken und fühlen und schauen und überhaupt jetzt das Ganze umsetzen. Wie mache ich denn das? Ja, von offline zu online, worauf muss ich achten und was kommt an und was kommt nicht an und was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja. Ja, und da ich ja auch so ein Scanner bin, habe ich ja großen Spaß daran, neue Sachen auszuprobieren und mich neue Sachen reinzufuchsen und finde das einfach die Idee schön,
in dem Interview hast du gesagt, mit Baby Steps wieder ganz von vorne anzufangen und da jetzt wirklich zu schauen, wie ist denn meine Zielgruppe, was ist denn da jetzt eigentlich genau anders? Ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das, was du gerade erleben viele, die von der Offline-Welt in die Online-Welt kommen, sie merken einfach, okay, das sind einfach wirklich ganz andere Leute, die ich ansprechen werde in Zukunft, die ich ganz anders abholen kann und soll. Und ja, das heißt, du bist an Bord gekommen, wenn ich dich richtig verstehe, um richtig von vorne einzusteigen, ja, bei der E-Mail-Zielgruppen Positionierung, dann in den nächsten Schritt zu gehen, deine Pakete und Preise anzuschauen, zu gucken, was ist mein proprietäres System. Also genauso wie du hast es ja gerade genau richtig gesagt, das Successful Solopreneur System ist nichts anderes wie ein proprietäres System. Meine Schritte, wie ich Leute von einem Anfang A zu einem Ende B durchführe. Und es ist für viele extrem hilfreich zu schauen, wie helfe ich meine Kunden durch welche Transformationen, welche Schritte gehe ich mit ihnen. Und es wird dadurch viel leichter auf einmal, das zu kommunizieren, also zu sagen, ja, okay, schauen wir in diesen Modul rein, was passiert hier eigentlich? Mhm. Da kann man Blogbeiträge dazu schreiben, Videos dazu machen, man hat plötzlich Themen, wo man mit denen sprechen kann. Mhm. Was erhoffst du in den, also das Programm ist angesetzt für 6 Monate, also je nachdem, jeder kann in seinem eigenen Tempo da durchgehen, aber was nimmst du dir vor mit diesem Programm? Was hast du alles auf dem Zettel? Naja, also ich denke, dadurch, dass ich das ganze Ding eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise bei der Sandra letztes Jahr schon mal durchgemacht habe, was super war, mhm, wird das Ganze jetzt hoffentlich ein bisschen schneller gehen. ich möchte auf jeden Fall jetzt relativ zügig eben meine neue Zielgruppe definieren und meine Pakete und Preise jetzt im Sommer, also weil jetzt habe ich halt die Zeit, ist also jetzt wird's weniger, im Juni werden die Kurse wieder leerer, dann habe ich einfach ganz viel Zeit da reinzustecken tatsächlich. Ja. Ich möchte eigentlich jetzt als erstes, die Challenge läuft ja jetzt noch bis zum 15.06., dann nehme ich sie offline, nachdem mir ganz viele Leute gesagt haben, du musst da ein Bezahlprodukt draus machen, ja, habe ich mich getraut und gesagt, okay, das wird jetzt mein erstes Online-Produkt, die ist dann auch käuflich zu erwerben. Und es geht und wie das läuft und ja, ich habe schon eine ganze Palette Online-Produkten. Ich habe ja so viele Offline-Kurse, wo ich Skripte habe und Material und Folien und alles. Also ich brauche das Ganze jetzt nur noch online umzusetzen und ich hoffe eigentlich, dass das dadurch, dass ich das halt alles schon habe und mit der Technik nicht so großes Problem habe in der Regel, dass das relativ gut und zügig vorangehen wird. Also ich möchte jetzt schon bis zum Herbst zumindest nochmal ein oder zwei kleinere Produkte schon mal, dass da im Hintergrund so ein Grundrauschen reinkommt, das würde mir ganz gut tun gerade. Ja. Gleichzeitig tatsächlich auch schauen, dass ich die Pakete und Preise definiere. Und das wird ein größeres Ding bei mir, weil da habe ich mich überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Und ich fand das bei dir, ich habe es ja bei dir und bei der Sandra gesehen, wie schlau das gemacht ist, eben erst die kleinen Häppchen vorzuproduzieren und die kleinen Häppchen dann in das große Paket wieder reinzupacken. Also das ist so ein bisschen die Idee und der Plan für dieses Jahr. Und dadurch, dass ich keine Pakete habe, bei mir ist das Produkt, ich habe meine kleinen Kurse, meine Workshops, die kosten ja alle nicht viel, ist das alles nicht so heikel. Ja. Und weil ich die Leute meistens live sehe, ist das ein ganz andere Herangehensweise. Also da denke ich mal, wird's noch ein großes Ding mit diesen Paketen und Preisen und den Verkaufsgesprächen sein. Ich habe jetzt gestern auch noch mal dein Video von, ich glaube, es war gestern, oder? Das Verkaufen mit Herz gesehen. Vorgestern, genau. Ich habe es mir gestern angeschaut und kann auch nur wieder sagen, ja, genau. Und
ich glaube, das wird noch ein guter Lernprozess, da auch wieder einzusteigen, größere Produkte zu verkaufen. Weil das Jahr war mein teuerstes Produkt, sind meine Reisen, die mit 180 Euro für eine Woche, der Bewegungsanteil auch so Klacks sind für die meisten. Ja. Also das ist wirklich günstig und ich möchte halt wirklich auch ein großes Programm machen, wo Leute ihren Körper und ihre Einstellung zu ihrem Körper und damit ihre Gesundheit und ihr Leben transformieren. Das ist so die Idee, dass man wirklich reingeht und da in die Tiefe schaut und so ein 6 Monate oder 9 Monate Programm aufsetzen. Und das hoffe ich, dass das, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber wir haben bei Nia das Prinzip natürliche Zeit, natural time. Und ich habe wirklich dieses Urvertrauen mittlerweile gefunden, dass wenn die Zeit reif ist, dann geht es ganz von selber und dann ist es richtig und alles andere ist total verkrampft und es funktioniert nicht. Deswegen fange ich jetzt mit Baby Steps an und gehe dann immer weiter. Exakt. Genau. Ja, also ich möchte 2 Dinge aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Das ist, eine ist, dass mit den unterschiedlichen, also das Marketing besteht aus verschiedenen Komponenten, ne? Also People, wen spreche ich an, Preise, wie viel verlange ich dafür, Positionierung, was ist meine Expertise, wo greift meine Expertise, mein Know-how, meine Erfahrung bei anderen und so weiter. Das ist ein Riesenfeld, was im Hintergrund läuft. Und das, was du sagst, ist, wenn man beginnt, seine Pakete zu verändern, die Preise zu erhöhen, das Volumen zu steigern, aber auch durch die längerfristige Zusammenarbeit auch die Wirkung der Zusammenarbeit zu erhöhen, die Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit zu verändern, gell? Das wächst alles mit und plötzlich merkt man, okay, das Marketing, was ich vorher gemacht habe, ich brauche neue Fähigkeiten, neue Art und Weise, wie ich diese größere Pakete an den Mann oder die Frau bringe. Und da werden, wenn du vorhast, in kleinen Gruppen oder mit Einzelpersonen, die über längere Zeit zu begleiten, diese Kennenlerngespräche ganz wichtig, weil es mitten sich auch auf was Größeres einfach. Das hast du ganz genau erkannt. Und deswegen ist es eine andere Art und Weise, wie man andere Dinge verkauft. Also jedes Geschäftsmodell bedarf ein anderes Marketingmodell, was dazu passt. Das ist ganz wichtig. Und um auf diese natürliche Zeit zu gehen, also ich nenne das auch immer die universelle Zeit. Also unsere einzige Aufgabe in meinen Augen ist, jeden Tag aufzutauchen in unserem Business, freudig nach vorne zu gehen und an unseren Herzensprojekte zu arbeiten. Wie lange das letztendlich dauern, können wir nur bedingt kontrollieren. Wir können überhaupt nicht im Außen sehen, wird die Challenge, die ich in die Welt hinausgeben, in deinem Fall, wirklich ankommen. Das wissen wir nicht. Genau. Unser eigener Job ist, aufzustehen und die Challenge umzusetzen und zu sagen, hier ist es, es ist ein Angebot. Genauso wie bei den Paketen und Preisen. Also einfach diese Baby-Steps zu machen. Und das ganz entspannt. Also wirklich, diese Verkrampfung bringt niemand was. Das ist eine Energie, die keiner gebrauchen kann, oder? Ja, genau. Ja, und was ich auch noch eben dazu sagen möchte, was mir auch kommt natürlich, ist, dass so eine gewisse Angst natürlich da ist, meine Offline-Kunden dadurch zu verlieren, weil die sind, also ich habe Leute, die tanzen seit 10 Jahren bei mir, das sind natürlich dicke Freunde, die sehe ich jede Woche 2-mal manchmal und die sind mich so gewohnt, wie ich halt bisher gewesen bin, so ganz, ganz nahbar und das soll ja auch so bleiben, aber ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, die kommt ja auch dazu, dass da so ein Bild entsteht wie, geht sie, verlässt sie uns und so. Ich habe tatsächlich gestern die erste WhatsApp in die Richtung gekriegt. Ja, und das trifft dann schon. Also das ist schon echt, nicht so einfach tatsächlich, auch damit umzugehen. Und da fühle ich mich aber bei dir mit deinen Videos immer sehr, sehr gut abgeholt und aufgehoben. Also ich brauche dann immer nur mal ein Video Schalljahr anzugucken und dann geht's mir gleich wieder deutlich besser.
weil du das einfach auch so schön hinkriegst für mich. Also das ist einfach ja, sehr besonders. Dass man auch nahe bleiben kann. Ja, mach dir gar keine Sorgen, ich sag dir, weil also erstens, du wirst einfach dich selbst sein. Ich kenne dich, Christina. Du bist einfach ein wunderbar herzlicher Mensch, ein energetischer, lebensfreudiger, authentischer Mensch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du nicht nahe bist irgendwo, egal ob online oder offline. Und jeder neuen Schritt, den wir machen auf unserer Reise als Unternehmerinnen, ist häufig mit Gedanken verbunden, die Angst auslösen. Ja. Wir sind wahnsinnig kreativ, was wir uns alles erzählen, was passieren könnte. Und manchmal kommt auch leichte Bestätigung im Außen, dass es tatsächlich so ist. Aber ich kann dir versichern, also nachdem ich begonnen habe, noch mehr zu produzieren online, von den Webinaren, von den Facebook-Live-Videos, ich habe die Erfahrung sogar gemacht, dass meine 1-zu-1-Kunden, die ich schon über Jahre begleite, die sind noch mehr bedient. Da sind sie auch noch dabei, da kommen sie auch noch hinzu. Das heißt, sie haben mehr Touchpoints mit mir als vorher. Und ich habe sogar das Gefühl, dadurch, dass die Beziehung vertieft und verstärkt wird, also ich habe das Gefühl, wir sehen uns auf allen Kanälen jetzt, also sowohl offline wie auch über die gesamte Woche oder Monat in verschiedenste Kontexte. Und ich glaube, eine ähnliche Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch machen. Insofern. Ja, ich freue mich drauf. Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass die Leute, die ich durch den Überflieger kennengelernt habe und beim Bootcamp und so weiter, man sieht sich ja auf Facebook, teilweise habe ich auch WhatsApp-Kontakte mittlerweile und da ist man schon auch in Verbindung und das wird mehr, definitiv, kann ich auch so bestätigen. Aber ja, und da bin ich natürlich gespannt. Ja, absolut. Na, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Und lass uns einfach vielleicht zum Ende hinschauen, was geschrieben wurde. Mhm. Also Anja hat geschrieben, Christine, du kannst deine Kunden einfach informieren über deine Pläne, dann bleiben sie auch treu. Die Alexandra schreibt, ja, eine Dosis soll die Inspiration stärken auf die Seele. Dankeschön, Alexandra. Eva Maria schreibt, wirklich eine traumhafte Challenge. Super gemacht. Go online, go. Damit noch ganz viele davon profitieren können. Super. Anja, er hat ihn halt noch geschrieben, Breakdance-Kurs ist dann der super Upsell. Sie hat schon für dich mitzudenken. Majeste hat geschrieben, 40 ist das neue Zeitalter und das Tollste. Ich kann das nur bestätigen. Definitiv. Aber wir können gerne in den 40ern auch bleiben von mir aus. Ja. Ein tolles Thema, zwei wunderbaren Frauen, bravo. Majeste schreibt, hallo meine Liebe, wir kennen uns von Roman Brown. Ich schicke dir Licht und Liebe. Zurück zu dir, Majeste. Super siehst du aus, vielen Dank. Sehr gut. Huhu, sehr gut. Okay, alles klar. Perfekt. Naja, dann, ich schaue mal noch auf meinen Zettel, ob ich dich noch was fragen wollte, was ich sonst vergessen habe. That's it. Also ich hatte hier nur, gibt es sonst noch was dazu sagen möchtest? Hast du alles gesagt, Christina, oder gibt es etwas, was du noch sagen möchtest? Nee, ich möchte gerne noch sagen, dass ich das ganz toll finde, dass ich dich über Sandra Holze gefunden habe. Und dass ich finde, ihr beide in Kombination seid das irgendwie so ganz perfekt Team, wenn man von offline auf online wechseln möchte. Die Sandra bietet für mich mehr so den technischen Background und den Hintergrund und du bist so die, ja, die Inspirationsfrontfrau für mich. Und vielleicht wäre es umgekehrt noch fast ein bisschen besser gewesen, weil jetzt habe ich das ganze Ding einmal durchgemacht, diesen ganz, also wirklich wahnsinnig viel online gearbeitet mit diesem Website-Umbau und so weiter letztes Jahr. Und komme jetzt erst drauf, dass ich eigentlich eine neue Zielgruppe habe, aber letzten Endes denke ich auch wieder, dass es genau richtig, wie es ist. Also letztes Jahr war ich noch gar nicht bereit, ganz viele Sachen loszulassen. Ich habe ja jetzt auch im Laufe dieses Jahres einige Sachen losgelassen, wo ich auch gemerkt habe, ich kann, was du auch in einem der Webinare der letzten Tage gesagt hast, ich kann diese ganzen verschiedenen Bälle gar nicht mehr am Laufen halten. Ich habe meine 7 Kurse die Woche, die ich bewerbe. Ich habe meine 1 bis 2 Workshops im Monat, die ich bewerbe. Und ich habe meine 4 Retreats derzeit im Jahr, die ich bewerbe. Und ich schaffe das einfach nicht mehr. Eigentlich ist das Marketing, was ich mache, 95% das Geld, wo ich mit arbeite oder Geld verdiene,
das sind 5%, die da übrig bleiben, die paar Stunden in der Woche, wo ich, es sind bei mir ja immer nur von 18 bis 20 Uhr, kann man sagen. Und einen einzigen Vormittag habe ich eine Stunde. Und es sind eben nur von Montag bis Donnerstag diese paar Stunden. Und ja, und jetzt habe ich dieses System gefunden und freue mich jetzt darauf, eben ganz viele Sachen loszulassen, die mich abgelenkt haben und dass ich mich jetzt ein bisschen mehr fokussieren kann. Ich bin immer noch ziemlich breit aufgestellt, also es reicht immer noch. Aber ich freue mich tatsächlich darauf, das alles ein bisschen mehr zu fokussieren und dass dadurch auch wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkehrt. Und ich mehr bei mir sein kann und dann auch noch präsenter für meine Teilnehmerin da sein kann. Sehr gut. Also ich wünsche dir auf dem Weg, Babyschritt für Babyschritt, den größten Erfolg, vor allem noch mehr Freude. Und du weißt, du hast meine ganze Kraft und Liebe im Hintergrund. Und ja, wenn was ist, streck eine Hand, also wie wir auf Englisch sagen würden, reach out a hand und lass uns wissen, wie es läuft. Und dann, was ich vorhabe dieses Jahr, ich möchte sowieso zurückgehen zu ganz vielen 1:1 Coaching-Kunden, zu den Leuten, die auf den Online-Kursen waren. Und ich werde fragen, hey, wie geht's dir? Und what's working well? Das heißt, vielleicht gucken wir mal, im Herbst komme ich auf dich nochmal für ein Interview zu und wir schauen einfach, wo du gelandet bist mit deinem fokussierten, konzentrierten, ruhenden Aufgabe, die du dieses Jahr. Bis dahin ist auch hoffentlich meine nächste neue Webseite wieder online und dann können wir auch die Änderungen, die du damals vorgeschlagen hast, die werden jetzt erst auf der neuen Webseite wirklich mehr umgesetzt. Ein paar habe ich ja schon, aber ich stoße da einfach an ein paar Grenzen und das ist dann vielleicht auch nochmal interessant zu schauen, was da wieder der Unterschied ist. Ja, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Super. Also, hier einen wunderschönen, bewegten Tag und für all diejenigen, die Interesse haben, das System selber anzuschauen, die URL dafür ist www.successfulsolopreneursystem.com. Hier sieht man es direkt unterhalb von unseren Gesichtern in dem eingeblendeten Bereich. Heute ist der letzte Tag von diesem Sonderangebot, wirklich heute bis Mitternacht. Und was ist der Grund, weil viele fragen mich, warum dieses Datum? Ja, deswegen, weil ich morgen nach USA fliege für 3 ganze Wochen, 2 Wochen Ferien und 1 Woche Ausbildung. Und ich wollte einfach dieses Sonderangebot über quasi 10 Tage, bevor ich losgehe, auf den Markt geben, feiern, dass das System fertig geworden ist und dann komplett loslassen und wieder absichern in den Urlaub. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich werde heute nur noch ein paar wenige E-Mails raussenden als Erinnerung, dass das Angebot zu Ende geht. Und wir sehen uns dann erst in 3 Wochen in etwa, wenn ich wieder da bin. Vielen herzlichen Dank, Christine, für deine Zeit und für deine Berichterstattung. Viel Erfolg im Kurs und tschüss zusammen. Danke, tschüss.